In dieser Woche steht das Thema Flüchtlinge ganz oben an. Wir werden in dieser Sitzungswoche eine Aktuelle Stunde am Mittwoch haben, wo wir über das Thema diskutieren und beraten. Die Bundeskanzlerin wird am Freitag am Gipfel in der EU teilnehmen. Zwei Dinge sind vorab schon aber ganz klar, die wir auch in unserer Fraktion besprechen und die am Mittwoch auch zur Sprache kommen. Erstens, wir müssen alles dafür tun, dass im Mittelmeer, im europäischen Mittelmeer, die Menschen nicht ertrinken. Das ist eine klassische Aufgabe, die wir zu leisten haben in Europa und durch Europa. Und das Zweite, wir müssen alles daran setzen, dass eine grobe Verletzung des Menschenrechts auf Leben durch die Schlepper angehalten wird. Wir müssen gegen die Schlepperbanden etwas unternehmen. Es ist ein unglaubliches Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Menschen auszusetzen und das ihr Risiko in Kauf zu nehmen, dass sie umkommen. Das dürfen wir so nicht zulassen. Also erstens, wir müssen verhindern, dass Menschen in Seenot geraten und ertrinken. Und zweitens, die Schlepperbanden müssen bekämpft werden. Denen muss das Handwerk gelegt werden. Das Zweite Thema, das ja auch viel Diskussionen gebracht hat, ist natürlich das Thema des Gedenkens an den Genozid gegen die Armenier. Da haben wir einen Antrag der Koalitionsfraktionen, der, wie ich finde, sehr richtig und klug formuliert, dass das Schicksal der Armenier ein Beispiel für die Genozide, die Vertreibungen, die Vernichtungen, ja Völkermorde im 20. Jahrhundert ist. Und damit ist auch die Diskussion, glaube ich, jetzt so weit gekommen, dass wir sagen können, mit dieser Formulierung können wir sehr gut leben. Allerdings mit dem Antrag allein ist es noch nicht getan, sondern wir haben auch die Aufgabe, dass wir zwischen der Türkei und Armeniern versuchen zu vermitteln, dass sie miteinander ins Gespräch kommen, dass man dort vorankommt, dass das Thema nicht einfach nur so in der Öffentlichkeit stehen bleibt. Ein ganz anderes Thema. Wir haben auf der Klausurtagung der beiden geschäftsführenden Vorstände von CDU, CSU und SPD vereinbart, dass wir Kriminalität in unserem Land entschlossener und konsequenter bekämpfen wollen. Dazu gehört ein ganzes Maßnahmenbündel, unter anderem auch der passive Einbruchsschutz. Und da wollen wir einen Zuschuss für Maßnahmen bezahlen, was vor allem auch für Mieter interessant sein kann. Und wir prüfen auch, in welchem Umfang wir eine steuerrechtliche Lösung herbeiführen können. Warum beide Elemente? Mit dem Zuschuss über die KfW, das können wir allein entscheiden. Wir wissen aus der Erfahrung, dass das gute Instrument der steuerlichen Absetzbarkeit bei den Ländern im Bundesrat immer wieder auf Widerstand stößt. Da ich endlich bei dem Thema vorankommen will, haben wir uns gesagt, dass wir also das eine auf jeden Fall machen und das andere in die Prüfung geben. Das sind die Themen, die uns im Augenblick beschäftigen. Vielen Dank.